Da sind wir wieder. Da freut sich das Schweini. Da sind wir wieder. Ah. Wir sind wieder hier auf dieser tollen Insel. Gut. Jetzt müssen wir aber echt langsam hier rüber zu See. Genau, wir sind wo jetzt genau? Hier. Ah ja. Mhm. Ja, das passt ja ganz gut. Hier gibt es wieder explodierende Hühnereier, ne? Da. Ei legen. Das ist so seltsam, vor allem das Ei ist viel zu riesig. Eigentlich wollte ich das nicht. Danke. Was auch immer diese Aufgaben sind, wo, keine Ahnung, komischen Nebensachen. Ja, voll der Hype. Endlich wieder hier. Jetzt wird alles wieder gut. Bin schon auch gespannt, wie die Story jetzt endlich weitergeht. Hallo. Ich hätte gerne ein bisschen Bonja. Genau. Hier können wir uns auch wieder umziehen. Das machen wir jetzt auch mal. Es geht ja jetzt so nicht mehr. Das ist hier, ne? Sieht zwar cool aus, aber hä, das passt jetzt nicht zu der Insel. Hier müssen wir wieder ein bisschen traditioneller aussehen, finde ich. Jetzt pass mal auf. Der Campingrucksack hat auch immer ganz gut gepasst. Jetzt pass auf, wir müssen uns hier richtig fresh machen. Nee, also Flying Fox lassen wir erstmal vorerst. Stimmt schon, das ist hier ganz wichtig. Jetzt pass mal auf. Also, Vintage, das ist voll der Schmarrn. Vielleicht, dass auch wieder recht gute Werte am Start sind, direkt auch, ne? Jetzt gucken wir mal hier. So, Kapuzenpulli, nee, das ist echt nicht cool. Ja, hier oben alles. Camouflage-Shirt, okay. Ja, ein blaues Top. Die traditionelle Oberteile. Ja, warum denn nicht mal sowas? So, Hosen. Ja, irgendwie so. Was haben wir denn da noch so? Surfshorts. Die sind auch ganz cool. Was ist das hier? Klettern. Okay, ja, vielleicht hier eher so. Genau, dann ist es wieder auf 2. Jetzt müssen wir mal schauen, jetzt wird es wieder ein bisschen komplexer. Mal gucken, irgendwie... Schlappen orange, ja. Schon, schon. Maximal davon, Hut. Was bräuchten wir denn da noch jetzt? Sturzresistenz eigentlich. Achso, okay, das ist dumm. Ja, Surfshorts. Wären schon auch cool. Bin noch ein bisschen am überlegen, aber bin hier noch am rumbasteln. Ich weiß noch nicht genau. Mal gucken. Okay, haben wir so eine Cap, wäre auch lustig. Blaufarbe. Sturzresistenz, ja. Vielleicht sowas hier, ich weiß nicht genau. Davon nichts. Okay, das ist ja furchtbar alles. Das ist ja alles komplett furchtbar. Was bin ich sehend? Das ist ja schlimm hier. Ah, wir haben keine Sturzresistenz mehr, schau. Oh mein Gott. Oh ja, 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 so eher. Ah, okay, verstehe. Nee, das ist... Ah ja, genau, dann eher wieder so. Gut, dann das wäre schon mal langsam gut. Ach so. Ja, das ist ja wurscht. Weil die Kokosblätter sind gut. Sag doch nicht wieder Werte, Werte. Hier, hey, der Style ist wichtig. Ja, auch. Deswegen, guck, hier ist auch wieder sehr traditioneller Style plus gute Werte, ja? Es ist doch alles voll gut jetzt. So passt es doch auch. Finde ich. So.
gucken. Nee. Ja. Was wäre das Tuchding? Okay. Surf Shorts. Klettert aus. Wenn ihr mal hier. Aber ich mag diese Kokosblätterröcke, weil das hier super traditionell ist. Surf Shorts. Blubberchen, das geht so nicht. Ich guck mal, was hier wir machen könnten, theoretisch. Das ist alles nicht so cool. Oh, wobei, das hat sogar was, wenn man hier so lässig, so ein lässiger Look, ne? Ist auch schon ganz cool. Ich sehe schon. Das ist hier sehr lässig, das ist sehr cool auch. Mhm. Ja, das hat auch was, guck mal. Mhm. Ja. Mhm. Ausdauer. Das ist schon auch cool. Warte mal, hä? Hier. Ach so. Mhm. Ja, da muss ich jetzt gucken. Mist. Ah. Okay. Schatz, nicht traditionell. Das ist so. Aber so ist auch ganz cool, wie sie aussieht jetzt, oder? Das hat doch auch was. Mal was Neues. Das hat doch was, oder? So ist die doch auch ganz hübsch, denke ich. Kann man, glaube ich, machen. Oder? Hm. Die sieht fast aus wie ein Junge jetzt. Macht die Frisur, glaube ich. Hm. Ah, ich weiß nicht. Moment, warum hat sie die Cap nicht auf? Hä? Was ist mit der Cap jetzt passiert? Ein bisschen blöd oder ein bisschen kann das sein. Ach so. Ach so. Ach so. Dann machen wir so. Dann machen wir doch wieder so. Ja. Über ihre Shorts. Echt so, was ist hier wieder los? Ja, hier so. Ist das was? Yeah. Ja, so ist doch auch ganz cool. Surfen ist wichtig. Sie sieht jetzt irgendwie richtig aus wie so ein Surf-Dude, ne? So. Dudine. Eine Surf-Dudine. Na, das ist ja auch ganz cool so. Auch mal chillig, denke ich. Hat was. Sehr viele Muster, ja? Ja. Aber ja, warum nicht? Mal was Neues. Nochmal was. Was? Hä? Entschuldigung, ich habe ein Glas eingesteckt. Upsi. Ich muss dann auch los, ne? Tschüss!
Geht schon so, oder? Oder ist sie zu musterig? Ich weiß nicht. Hier, oder es geht schon, glaube ich. Ist schon okay. Bäh. Die Shorts. Die haben ja richtig Physik. Guck mal, die schlackern ja so richtig ein bisschen. Ja, super lustig. Weißt du, überall haben sie voll Liebe zum Detail, alles voll schön und zuckerhaft animiert. Aber dann keine Fahrzeuge, also keine Fahrräder. Oder Skateboards. Warum nicht? Warum sind es nur ganz trocken Gegenstände und so? Das ist super traurig. Wie lustig wäre das, wenn das so richtig fahren könnt. Jetzt bin ich echt zu Fuß gelatscht, ich Pflaume. Aber macht gar nichts. Guck mal, wie schön das jetzt hier ist. Oh ja. Alles voller Natur. So muss das. Ne? Viel besser hier alles. So, da ist die Brücke, genau. Da sind wir ja schon mal hin. Das haben wir ja schon mal gemacht. Wir haben ja schon mal so einen Hund aus dem Dorf entführt und so. Hierher gebracht. Jetzt können wir es auch wirklich triggern. Haha! Hier ist es. Kann ein Schwein nicht auch graben? Nee, okay. Hallo, hallo? Wir müssen es wirklich wieder ausgraben. Super interessant, oder? Hundi! Hundi, die... Hey, versteck dich mal nicht. Okay, los geht's, los geht's. Hallo? Hallo? Hä? Hallo? Sag mal. Geht doch. Okay. Öffnen. Oh, viel Text. Maske mit Kokosfasern? Okay. Ich bin mir nicht sicher, welcher Tag heute ist. Ich bin soeben auf... aufgewacht. Wie geplant war ich in der Neumondnacht auf Pyrrhü. Ja, kurz nach Mitternacht landete ein Flieger in der Nähe. Er war kleiner als die üblichen Flugzeuge. Mir wurden die Augen verbunden, aber im Gegensatz zum ersten Mal haben sie mir nicht wehgetan. Wir flogen eine Weile. Bei der Ankunft wurde ich in einen leeren Raum gebracht, wo mir ein fremder Mann mit Spitzbart viele Fragen stellte. Vielleicht ist er ihr Anführer. Ich verhielt mich ruhig. Er meinte noch, ich könnte beim nächsten Neumond wieder mit ihnen rechnen. Ich glaube, ich habe eine Art Test bestanden. Ich komme der Lösung näher. Am Ende überreichte mir ein mysteriöser alter Mann noch wortlos diese Maske. Okay. Okay, das ist eine sehr faszinierende Geschichte hier. Ist schon spannend, was wir da lesen. Ja, Javedo? Wo ist dies? Okay, okay, okay. Hä? Ist das nicht auch hier? Hey, Moment, was? Da wird hier drüben. Wow. Aber das ist ja perfekt. Alles in der Nähe der Story ist. Oh, hervorragend, Leute. Das ist ja mega geilo. Es führt uns direkt gerade sehr schön zur Story wieder. Schöne Sache. Schöne Sache. Oh Mann, die Schmetterlinge sind so süß. Warum können wir die nicht fliegen, echt jetzt? Was dampft da? Soll das so? Hm, okay, ich glaube, das ist Lagerfeuer in der Höhle oder so. Jetzt pass mal auf. Zack. Los, kleiner Vogel. Oh Mann, es ist so viel schöner hier. Schaut euch das nur wieder an. Direkt wieder traumhaft. Oh ja. Nichts als Natur, Grün, das weite Meer und wunderschönes Sonnenlicht. So soll das. Ich glaube, du hast da gepupst. Hä, wo? Das ist so gar nicht. Ich glaube, ganz da vorne, ne?
haben wir ja noch einen weiten Flug. Sagt er, macht's nochmal. Hey, da war doch überhaupt gar nichts. Weiß nicht, was du meinst. Wir sind da. Wuhu! Oh oh. Au! Scheiße! Super gut. Sehr gut. Hey! Wo sind wir denn jetzt? Ach, perfekt. Ja, ich weiß nicht. Sie hat mir irgendwie doch zu viele Muster. Jetzt warte mal kurz. Ist mir doch jetzt auf Dauer ein bisschen too much. Too much. Beanie, nee. Nee, du lass ihn mal, nicht? Blaukäppi. Stuss Resistenz. Das ist eine. Easy's Claw. Das machen wir Kletterausdauer theoretisch. Kann gern geklippt werden übrigens. Immer gern gesehen. Ach. So ist auch nett. Bisschen dezenter oder so, oder? Ja. Oh, Hirschi! Meine Güte! Der hat sich genauso erschrocken wie ich. So. Das ist ja interessant hier drüben. Oh oh. Ja! Achso, ja, genau. Knapp. Aber wir brauchen ja auch dieselbe Ausdauer. Für Tauchen. Ich hab Hunger. Gut. Dankeschön. So, da vorne. Voll die schöne Lagune hier. So. Mal gucken. Ist es unter Wasser? Nee, ne? Oder doch? Oh, doch. Krass. Okay. Wo genau? Wohin genau? Muss ich? Oh je. Hey, hier kann ich ja gar nicht rein. Hey, was? Doch, jetzt. Was war denn da los jetzt? Ich dachte gerade schon, ich muss ein Krebs sein oder so. Oh. So. Oh nein, ich muss ein Krebs sein. Zum Glück können wir uns einrufen. Was bin ich froh über diese Fähigkeiten, ohne Schmarrn. Zum Glück haben wir diese Steintürme gemacht, ne? Schnipp, schnapp. Und raus. Bläh. Was gibt's hier? Wie erwartet, wurde ich bei Neumond ins Hauptquartier gebracht. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich mich nicht erinnern kann, wo ich dort hin oder zurückgekommen bin. Ich kann auch nicht erkennen, wo ich genau bin. Der Ort ist von dickem Nebel umhüllt. Ich hatte auch wieder ein Gespräch mit dem Anführer. Diesmal stellte er sich als Pfidur vor. Er scheint mir immer mehr zu vertrauen. Handlanger, Sturmhaube, okay. Ja, die Nebelinsel! Wir kommen der Sache näher, Storylike auch. Wo jetzt?
Riesenbaum? Le Böllhau. Ist das auch hier? Das weiß ich gar nicht. Ja, das ist auch hier bei den großen Bäumen gewesen. Oh, wenn nicht sogar genau hier. Okay, cool, cool, cool. Das machen wir jetzt aber nicht, denn wir machen als nächstes endlich mal wieder Story. Ne? Freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Wird mal wieder Zeit. Wir sind ja immer noch in Kapitel 4, glaube ich, sogar erst. Voll krass. Weil wir jetzt so viel Welt erforscht haben. Eigentlich quasi alles schon, ne? Jetzt ist hier schon wieder so komisch zu. Hä? Okay, hier ist irgendwie voll das Problem. Hier ist irgendwie voll der Bug oder so. Oder man sollte eigentlich wirklich mit einer Krabbe eher rein. Das weiß nicht, das kann natürlich auch sein. Ja, aber hier sind ja auch welche. Vielleicht deswegen so komisch buggy. Vielleicht hätte man gar nicht durchtauchen dürfen. Oh, es ist so schön hier, echt. Hey, sie balanciert hier ein bisschen. Habt ihr das gesehen? Sie versucht so ein bisschen Gleichgewicht hier auch zu halten. Hä, hey, süß. Was bist denn du? Fledermaus! Eine Fledermaus! Ein Flughund! Oh, schau mal, wie süß! Hallo! Hallo! Der kann krabbeln. Hallo! Endlich! Da ist ja eine! Oh, das ist ja voll süß! Hallo! Ja! Oh! Das sind richtige Flughunde. Die sind in dem Fall auch viel größer als Fledermäuse. Kapitel 4 immer noch. Ist so, weil wir keine Story mehr gemacht haben. Voll verrückt, gell? Aber das ändern wir jetzt. Ab zur Story. Das ist schon wieder Situation zu... Ah, okay, schade. Blubberchen. Na, ja, macht nichts. Aber ihr dürft immer... ne? Klippen, immer. Voll gern. Okay. Das ist ja voll süß. Flughunde. Bisschen gruselig auch, wie die so laufen. Aber hey, voll süß. Voll süß. Oh nein. Ja, herein. Komm rein, Grudon. Was ist los hier? Servus, Grudon. Danke für die 200 Bits. Hi.